So. Reckendorfer Urhell. Und dann probieren wir das andere. Könnt Warsteiner sein. Was Mag magst du doch für einen Blödsinn? Du hast doch gesagt, wir spielen... Piraten? Ich hab gesagt, wir bauen Piraten. Ach so. Servus und willkommen hier in meiner kleinen Klemmbausteinecke. Heute wird's gefährlich, Leute. Har, har, har. Heute bauen wir ein bisschen Piraten, das Piratenschiff von Sigau und zwar mit der Setnummer GL1800. Wird angegeben bei Bluebricks hier oben steht's ja, ne? Hier oben wurde anscheinend extra für Bluebricks, ich weiß es nicht, ob's Extra für Bluebricks designed wurde oder ob es jetzt ja hier nur für Bluebricks verpackt wurde und man hat einfach Bluebricks mit auf dem Karton geschrieben. Ich habe keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall der Karton, der für Bluebricks vorgesehen ist. Somit könnt ihr euch schon denken, wo ich es her habe. Genau, Bluebricks. Geordert, gekauft natürlich im neuen Store Langwasser mit den Nürnberg Frankensender. Kosten tut es momentan, wenn mich nicht alles täuscht, so um die 29,20 Euro. Plus minus. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob von dem Preis jetzt schon die 3% Mehrwertsteuer abgezogen wurden. Möglich, dass es dann nochmal 3% billiger wird. Kann ich jetzt nicht, dazu, äh, nicht genau sagen. Müsste ich nochmal nachschauen. So, was wollte ich jetzt zu dem Schiffchen hier sagen? Wir haben 722 Teile. Piraten werden ja von, von, ich sag jetzt mal, vom Marktführer an sich ja recht stiefmütterlich behandelt. Wir wissen, zumindest Leute meiner Generation sind so, ich sag jetzt mal, haben die volle Piratenära von Lego ja noch mitgemacht. Wenn ich heute an Lego-Piratensets denke, dann denke ich in erster Linie an diesen kleinen braunen Affen mit den gelben Händen. Das ist für mich so typisch Klemmbaustein-Piraterie. <laughs> Wortwitz. Nein, es ist auf jeden Fall für mich so typisches... Ja, das gehört einfach zu den Piraten dazu. So wenn ich an zum Beispiel an Lego-Ritter denke oder so, dann muss ich an das Adlerwappen denken. Und bei den Piraten denke ich eben an diesen Affen. Das hat sich anscheinend so in mein Hirn gebrannt. War auch irgendwie bei jedem Lego-Set, zumindest bei jedem Piraten-Lego-Set damals dabei, oder dieser Affe? Bilde ich mir zumindest ein. Gefühlt war er auf jeden Fall eine Milliarde Mal vorhanden. Und heute gibt es den leider gar nicht mehr. Auch in den neuen Piraten-Sets, die Lego vor kurzem so auf den Markt gebracht hat, ist dieser Affe nicht mehr vorhanden. Was auch noch zu den Piraten-Sets gehört. Gefühlsmäßig für mich natürlich, sind diese kleinen bunten babageien Die gehören einfach dazu. Ob hier auch einer dabei ist, werden wir sehen. Ich sehe jetzt ja hier spontan mal keinen. Was ich sehen kann, sind hier diverse Piraten. Piratenfiguren. Wir haben hier natürlich Xingbao eigene, äh, Xingbao sei schon, äh, Zegao eigene Minifiguren, wie wir sie schon hinten in der Corner Mall hatten. Allerdings. Und da muss ich jetzt Zegawa mal fragen, warum habt ihr diesen Figuren, die ja eure eigenen Schöpfungen sind, gelbe Gesichter verpasst? Warum? Ich meine, die anderen Figuren aus eurer Street View Serie, die haben alle fleischfarbene Köpfe. Und hier kommt er mit gelben an. Warum? Nur weil es die Dänen so machen? Ich verstehe es nicht. Man muss nicht alles nachmachen. Nicht alles, was von den Dänen kommt, ist gut. Und muss man unbedingt kopieren. Gelbe Gesichter bei Figuren, die sowieso nicht wie Lego-Figuren ausschauen. Das ist so sinnlos wie blaue Pins. Wollte ich hier bloß einmal so äh, angemerkt haben. So, des Weiteren, wir sind hier bei Zigao. Das heißt, Zigao gehört zum Lele-Konzern und der wiederum zu Queen Long, wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe. Das bedeutet wiederum, wir haben hier drin Lele-Steine. Ob Lele die momentan qualitativ langsam aber sicher immer besser werden. Xingbao hingegen wird langsam aber sicher immer schlechter, was ich wahnsinnig schade finde. Xingbao war mal auf einem richtig guten Kurs, hat ganz stark nachgelassen. Lele bewegt sich ganz langsam aber sicher qualitativ nach oben. Ob die Steine in der Qualität ja ausreichen. Um hier ein zufriedenstellendes Piratenergebnis abzuliefern, werden wir sehen. Hätte ich gesagt, gehen wir rüber auf mein kleines Gembaustein-Tischchen. Ich muss hier erst noch die Zimmer auf die Seite räumen, damit ich hier Platz habe. Wir öffnen den Karton. Wir schauen rein, was Cigar uns eingepackt hat. Bauen die Minifiguren zusammen. Verteilen die Tüten in meine Eimerchen. Alles wie gehabt. Und bauen das Piratenschiff. Ich bin gespannt. Und hier ist das Schiff. Aus der Piratenserie von Segau für Bluebricks gepackt. GL1800 722 Teile. Hier unten nochmal Blablabla bla bla Gedöns, nicht für Kinder oder drei Jahren und so weiter und so fort. Nochmal der Hinweis auf Bluebricks. Bluebricks interner Barcode. Was haben wir hier? Nochmal die Adresse von Flörsheim. Von den Seiten. Mit Tragegriff. So, und von hinten, von hinten hübsch designed. Im Übrigen hier die Schiffe und so weiter, alles so ein bisschen so auf Hochglanz gemacht. Der Karton selber aber relativ matt. so dass das Ganze hier schön raussticht. Ja, ne? das Ganze ist im Übrigen hier nur mit Tesafilm verklebt. Das macht das Öffnen ziemlich einfach. Wenn ich hinkomme und wenn ich was sehe, na, überall habe ich hier das Zeug im Gesicht. Auf der einen Seite die Kamera vor den Augen, auf der anderen Seite das Mikro vor der Nase. So, Karton im Karton. Habe ich es richtig rum? Ja, wir haben es richtig rum. Karton im Karton. Ups, komm raus. Na komm. Na komm. Sei ein braver und löse dich aus deiner Behausung. Etza. So, mal kurz nochmal Lucky-Lucky machen. Nein, der andere Karton scheint leer zu sein. Dann hat er ausgedient und weg. Wir gucken, was haben wir hier alles? Wir haben hier Teile-Tüte Nummer 1 mit Stoffsiegel. Das finde ich schon mal elegant. Ja, ist besser wie so lumbige Plastikfolie und noch viel besser als so lumpiges Papier. Dann haben wir. Oh je, oh je. Klebt hier. Oh oh, abgerissen. Klebt hier an der Bauanleitung, ist aber ungeil. Formteile für 5 Schiffsrumpf. Die Bauanleitung hat megamäßig gelitten. Die sieht aus wie hier nur so reingepfeffert. Und jetzt habe ich hier unten, weil es festgeklebt war, noch was abgerissen. Ja, ist mir nicht wichtig. Aber trotzdem. Oh je oje, oh die schaut aus. Die Bauanleitung schaut aus wie Saum. Um die kümmern wir uns gleich. So. Teilentitel Nummer 3. 4. Nochmal ein Formteil 5. Aber last, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Und jetzt hier wieder ja, in den Rändern gucken, ob sich hier irgendwo was versteckt. Kleines Teil oder Stickerbogen oder sowas. Nichts drin. Weg. Jetzt muss ich kurz abtauchen. Ein Beutel ist runtergefallen. So. Wir sind hier nummeriert unterwegs. Das heißt, Bauschritt nummerierte Tüten. Nein, Bauabschnittsnummeriert. Ich muss mir das echt einmal angewöhnen. Bauabschnittsnummerierte Tüten doschen. Und so wie es aussieht, haben wir hier drei Bauabschnitte. Gucken wir uns die Bauanleitung an. Die Bauanleitung ist geklammert und gefallen. <laughs> Wobei die Faltung keine Absicht ist. Oder zumindest nicht so geplant war. Get Sail Start for a Dream. Aha. Okay, schauen wir mal rein. Genau. Drei Bauabschnitte. Erst vordere Teil, dann der hintere Teil und dann wohl die Masten. Ja, es ist ja ein Zweimaster, ne? Eine Fregatte. Nein, keine Fregatte, Eine, eine Brigatte oder so ähnlich. Ich bin schiffsmäßig absolut als Noob unterwegs und habe keine Ahnung, was da was bedeutet. Das habt ihr ja schon mitkriegt oder oder, oder mit, mit, mitbekommen können, sag ich jetzt mal, bei unserem Megaconstructs-Wikinger-Schiff. Ich weiß, Schiffe schwimmen und dann hört mal Wissen auch schon auf. So. Die Bauanleitung hat insgesamt 38 Seiten und folgt dem Prinzip der Ausblauung vorhergehender Bauschritte. Haben wir jetzt hier irgendwo die Minifiguren? Die sind. Ah ja, die sind hier gleich am Anfang. Es sind. Wohl vier Stück an der Zahl. Am Cover sah es mehr aus. Mal kurz logi machen. Nein, es sind bloß vier. Okay, es sind vier Minifiguren, die allesamt inzwischen gelbe Köpfe haben. Es sind typische mini minifiguren mit diesem Skelett im Torso und so weiter und so fort. Den Ellbogengelenken, die ziemlich lachsig sind. Wir kennen sie ja noch aus unserer Corner Mall. Ja, bauen wir mal die Minifiguren zusammen. Ich denke mal, qualitativ werden sie sich nicht großartig von den anderen Minifiguren unterscheiden. Sie sind nur dieses Mal gelb. Warum auch immer? Ich verstehe es nicht. Nee. Ne, ich verstehe es einfach So nee. Zumal ich jetzt hier gerade am Cover was entdecke. Ich guck mal, ob ich die Minifiguren finde. Nein. Nein, ich dachte jetzt. Und der Druck hier, beziehungsweise, der hat ja hier so, wie soll ich sagen, eine offene Weste und man sieht hier Brust, beziehungsweise Haut. Und die ist gelb. Passt. Weil wenn ich mir hier das Cover anschaue, dann sieht es so aus, als hätte der Kamerad hier fleischfarbenen Druck, weil sie anscheinend doch ursprünglich vorhatten, den Figuren hier fleischfarbene Köpfe zu verpassen. Und dann haben sie es verpasst. Keine Ahnung. Ist ihnen die Farbe ausgegangen oder, oder, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was haben wir da? Was haben wir da? Hier mal wir eine Galionsfigur in schwarz-weiß. Okay. Haben sie da nichts gehabt hier von ihren? Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob man so eine Zegau-Mini-Figur auch hier aufnoppen könnte. Weil diese Figur hier vorne ist ja dann schon wieder ein bisschen kritisch, ne? Und hier die Schatztruhe, die schwebt in der Luft. Werden wir sehen, werden wir alles sehen. Das Geheimnis dieses Schiffes werden wir auf den Grund gehen. Ich verteile jetzt hier die Tüten natürlich in meine Eimerchen. Schön Bauabschnitt sortiert. Wir bauen die Minifiguren auf. Ich beginne mal wieder mit den ersten paar Bauschritten und dann melde ich mich bei euch wieder. Ich bin gespannt. So, hier haben wir die vier Minifiguren. Wie ich schon dachte, standardmäßige Cegaro-Figuren. Nur dieses Mal in Gelb. Warum in Gelb? Ich verstehe es nicht. Cigao, tu doch sowas nicht. Solche Figuren schauen in gelb lächerlich aus. Ne? Gelb ist nun mal die typische Farbe für eine Lego-Figur. Und wenn ich das Design an der Figur ändern muss, weil Lego da als 3D-Magenrecht drauf hat. Dann ändert doch nicht oder dann, 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 dann geht doch nicht über und macht diese ebenfalls gelb. Ich finde es so fehl am Platz, so komisch. Es wirkt einfach komisch. Nicht, dass ich ja Problem damit hätte, dass man Lego irgendwie kopiert oder nachmacht. Ich finde die Figuren einfach komisch. Verglichen mit den anderen Figuren. Ich könnte mal kurz eine holen. So. Hier verglichen mit den anderen Figuren. Ich knob die jetzt hier vorne, wenn es der Platz zulässt. Verglichen mit den standardmäßigen Figuren, die bei der Street View oder bei den Street View Häusern dabei sind, wirken die gelben einfach. Ja, ne? Die mit den normalen hautfarbenen Gesichtern, die wirken zumindest ein bisschen wie Friends-Figuren. Die hier, die wirken irgendwie nach gar nichts. <laughs> Was soll's. Die Drucke auf den Tausos und den Gesichtern sind okay. Die sind. Ja, eigentlich sind sie richtig gut. Auch der Druck hier oben auf der Mütze. Oder hier. Vollkommen in Ordnung. Was nicht hält, ist das Dingens da. Würde ich die Figur auf den Kopf stellen, würde der Puschel hier abfallen. Mit dem Piratenhut hier hatte ich an sich schon Schwierigkeiten. Der passt nicht ganz. Ich musste jetzt da oben. Ich kann es euch mal zeigen. Die Figuren haben alle oben so eine Noppe. Na, kommen wir scharf. Diese Noppe ist zweigeteilt. Ist halt einfach so. Warum auch immer. Auf jeden Fall musste ich diese Noppe jetzt, ja, mit einem Gegenstand. Ich bin jetzt dazwischen rein und habe die Noppe links und rechts ein bisschen nach außen gedrückt, damit der Durchmesser der Noppe ein bisschen größer wird. Sonst würde dieser Hut überhaupt enthalten, diese, dieser Piratenhut, wird ständig abfallen. Alle anderen Kopfbedeckungen sind okay. Die sind im Übrigen... Kompatibel mit den Lego Minifiguren Kopfbedeckungen. Also, man kann problemlos äh, Kopfbedeckungen von Lego Minifiguren hier aufnoppen und andersrum natürlich auch. Also, es ist kein Problem. Auch die Hände kommen ziemlich nah an die Hände von Lego Minifiguren. Von hinten schauen die Figuren so aus. na, Relativ schlicht, unbedruckt und jetzt wackelt die Cam. So. Wie Zigarro-Figuren nun mal ausschauen. Die Waffen und das Zubehör, was sie so noch in der Hand haben. Standardmäßig kommt auch so im dänischen Repertoire. Im, im Repertoire. Im Repertoire vor. <laughs> Alles okay. Sei darauf hingewiesen, hier aufs anker Tattoo von unserem einäugigen Willi. So. Packen wir die Figuren auf Seite und schauen uns unser gebautes Kunststück an. Unser Kunstwerk. So, wir sind mit dem ersten Bauabschnitt fertig. Und zwar nach 21 Bauschritten. Das hier ist passiert. Im Grunde standardmäßig, ich glaube, so wie man halt normalerweise auch andere Schiffe baut. Rumpf besteht aus Formteilen. Und zwar hier drei Stück an der Zahl: zwei Mittelstücke, ein Frontstück, Heckstück, wie auch immer man das nennen mag. Und dann kam hier nochmal so ein Formteil als Aufbau drauf. Alles andere sind dann wiederum. Standardmäßige Bricks. Was ich lustig oder komisch finde oder eher ungelungen, es sind hier lauter Kanonen, ne? Kanöne. Aber, also die hier funktioniert, die hier funktioniert. Die anderen sind gebaut. Warum hat man das nicht einheitlich gemacht? Entweder alle bauen oder alle mit Funktion oder was, was, was soll denn das? Da ging es dann schon wieder über Richtung Kostensparen, denke ich mal. Von außen, naja, von außen, weiß nicht, ob man das sieht. Wenn man hier die Teile aufklappt. Äh, man sieht schon, ne? Oh, die lassen sich nicht in der Position verändern. Hoppala, da ist der Säbel rausgefallen. Der Säbel und, und der Anker. Ja, das mit den Kanonen finde ich ein bisschen unglücklich gelöst. Aber das liegt wohl daran... Dass man hier eben Kosten sparen wollte. Hier in der Mitte eine Kiste mit Roundbricks. Die kommen in die Kanone und dann wie früher, wie früher beim alten Lego, lässt sich hier so eine Roundbrick durch die Gegend schnalzen. Fässchen, hier eine Fliese für was werden wir noch sehen. Hier die Aufnahme für den Mast, denke ich mal. Eine Schatzkiste, die im Übrigen komplett leer ist. Also die Piraten müssen erst noch auf Beutezug, um das Dingens voll zu machen. Hier der Anker mit Kette. Die Ketten müssen geknüpft werden. Ich gucke mal, hier ist nochmal so ein Blister über. So sieht das Dingens aus. Sind 20 Ketten, plus die beiden Endstücke. Und dann muss man hier Kettenglied für Kettenglied ineinander friemeln. Aber wirklich friemeln, das war kein Spaß. Es ist ein bisschen spaßbefreit, aber das sind wir ja gewohnt, ne? Sowas machen ja mehr Hersteller. Was soll's? Kommt man schon durch. Ansonsten ist hier dieses Teil hier auf einer 2x2 Round Plate modified, sagt man so. Oder eine runde Jumper Plate, wie auch immer, drauf gesetzt, um es dann wirklich drehen zu können. Also den Anker könnte man gegebenenfalls wirklich einholen. Finde ich witzig gemacht. Ist jetzt nett. Das ultimative, äh, ultimative Hardcore-Spiel-Feature, aber es funktioniert. Und das ist ja schon mal was wert. Ja, von der anderen Seite sieht es genauso aus. Nur spiegelverkehrt. Was mir sehr, sehr gut gefällt, alles, was auf dem Cover wegen so gelblich gewirkt hat, ist in Wahrheit perlgold Ob es jetzt hier nur die 1x1 Roundbricks sind oder die 1x4 Plates oder die Goldkiste. Alles ist hier im hübschen Perlgold. Gefällt mir, gefällt mir. Was ich wiederum komisch finde, ist diese 2x4-Blade. Warum ist die da? Warum muss ich da eine weiße nehmen? Warum kann ich da keine braune nehmen? Warum kann ich da keine schwarze nehmen? Warum muss sie weiß sein? Ich verstehe es nicht. Vor allen Dingen, wenn das Schiff hier fertig gebaut ist. Und ich hole mir mal kurz die Anleitung zur Hilfe. Da kommt nichts mehr hin. Hier ist jetzt der Schriftzug drüber. Aber es ist deutlich zu erkennen, dass man diese Plate hier immer sehen wird. Warum? Ja, zur Not schmeißt mal halt aus einem Repertoire ne eine, eine braune unten drunter. Aber warum hier standardmäßig eine weiße mit beiliegt, ich weiß es nicht. Ich finde es so ultra kurios. Was hat man sich dabei gedacht? Richtig, nix. Ja, äh. Was soll ich da noch sagen, ne? Ansonsten, ja, dürften wir jetzt hier durch sein. Ich, ah ja, kann ich euch auch noch zeigen. Dass es sich hierbei um Lele-Steine handelt, erkennt man unter anderem hier an dieser, bei dieser 1x4-Fliese, an dieser wahnsinnig ungünstig platzierten Gussnase. Ich meine, diese Fliesen äh, hauen sie in ihre Lele-Sets, hauen sie in ihre Cigao-Sets, äh, hauen sie in ihre Bluebrick-Sets. Wer macht sowas? Wer konstruiert eine Kussform, wo dann, gerade bei einer Fliese, man will ja bei einer Fliese oben eine glatte Oberfläche und ich habe da jedes Mal. Ich schau mal, ob ich es einfangen kann, wenn es Licht richtig spiegelt. Ich habe hier dann jedes Mal hier so eine Delle drin. Das, das ist ja mal, ne? Aber das hat man jetzt schöfter. Was hat immer wieder ein Anzeichen dafür ist, dass es sich hierbei um Lele handelt und. Ja, es gibt mittlerweile Sets oder einmal vier Fliesen von Lele, die diese Gussnase wieder an der Seite haben. Also, es lässt ja darauf hoffen, dass Lele aus dem Fehler gelernt hat und mittlerweile wieder umschwenkt und das hier nur aus einem Restbestand, aus einem alten Bestand ist. Hoffen wir. Es kann allerdings auch sein, dass es andersrum ist. Und das hier ist die neue. Das heißt, wir müssten mit dieser Delle hier noch ein paar Jährchen leben. Na ne gut, na ne gut. Ansonsten kann ich euch noch den Teiletrenner zeigen. Ne? Ein standardmäßiger Teiletrenner-Lele bzw. Zigau. Was diesen Teiltrainer betrifft, würde ich übers Design nochmal nachdenken. So. Tüten für Bauabschnitt Nummer 2 geschnappt, in die Eimerchen verteilt, losgebaut. Bis gleich. Bauschritt 57 und Ende des zweiten Bauabschnitts. Und wenn ich mir hier so die Bauanleitung schnapp, dann haben wir bei Bauschritt 58, also Anfang des dritten Bauabschnitts, auch schon die Halbzeit erreicht, denn hier sind die Klammern. So, das heißt, wir sind in etwa in der Mitte der Bauanleitung bzw. in der Mitte des Baus an sich angekommen. Und so sieht's aus. Wir haben jetzt im zweiten Bauabschnitt den hinteren Teil zusammengebaut und dann miteinander vernoppt. Zur besseren Stabilität wurde das Ganze hier dann noch quer vernoppt, sodass das Ding in hier letzten Endes dann doch relativ stabil ist. Ich kann euch mal was zeigen, was ich jetzt ein bisschen blöde finde. Es kann sein, dass jetzt hier ein bisschen Gedöns rausfällt. Ich versuche es jetzt ganz langsam zu drehen. Unten kamen jetzt noch diese äh, halbrunden Fliesen ran, um die Übergänge zu stabilisieren. Das ist auf der einen Seite natürlich lobenswert. Es macht das Ganze stabiler und so weiter. Und ne, man kann es jetzt auch hier am Tisch hin und her schieben. Ideal zum Spielen für Kiddies. Auf der anderen Seite frage ich mich halt, warum ist es jetzt schon wieder weiß? Warum machen sie das weiß da unten? Ich meine, man sieht es doch. Man sieht nicht viel, aber man sieht es trotzdem und es sticht halt so raus. Na gut. Kann verstehen, wer will. Ich verstehe es nicht. Zumal es ja für einen Hersteller oder für eine Firma wie CGAO. Doch kein Problem sein dürfte, sich diese Teile dann in braun Spritz gießen zu lassen oder was auch immer. Ich meine, wir sind ja hier nicht bei Lego. Wir sind hier ja nicht farbgebunden. Ich verstehe es nicht. Ne? Gut, muss man auch nicht. Ansonsten haben wir jetzt hier den hinteren Teil gebaut. Wie nennt man das? Ist das die Kajüte oder so? Keine Ahnung. Die lässt sich im Übrigen von hinten öffnen und zwar über diese Hinsche. Ich mache das hier mal auf, wenn es mir gelingt. Oh, gelingt natürlich nicht. Mag nicht. Ah, jetzt. Are. Machen wir das so. Es befindet sich nicht viel innen. Ein kleiner Hocker, ein Tisch, ein Kelch und eine bedruckte 2x2 Fliese. Finde ich sehr, sehr hübsch. So eine Art Schatzkarte, Landkarte, was auch immer. So sieht's aus. Auch hinten eine hübsche Tür. Die nicht wirklich großartig schlackert. Die geht wirklich. Auf und zu ist Problem, ist bloß. Man muss zum Zumachen ja irgendwie dagegen drücken, dann kommt man ganz schwer. nahe. also das ist halt wirklich ein Spielset für Kiddies. Da habe ich als Erwachsener wahnsinnige Probleme, da überall reinzukommen. So auch die Fenster hier schlackern nicht und die Hinges funktionieren hervorragend. So ausrichten, dass das Ganze wieder im Winkel sitzt und schon sieht das Ganze klasse aus. Gefällt mir, gefällt mir. Einziger Schwachpunkt, den ich hier habe, das sind diese Flammen hier. Die mögen nicht halten. Das ist im Übrigen dieselbe Gussform, wie sie auch schon unser Captain hatte auf dem Helm oben, auf seiner Mütze, auf seinem Hut, was auch immer, auf seinem Piratenhütchen. Die halten hier oben nicht. Die halten auch hier drinnen nicht. Hält nicht. Da ist wohl irgendwas schief Laufen, wa? Da ist irgendwas schief laufen. Ansonsten, wie gesagt, hier alles mit. Ich schätze mal, Reddish Brown dürfte das sein. Reddish-Braunen Steinen hier und ein bisschen schwarz. Ich finde diesen Farbkontrast zwischen äh, Pearl Gold und Reddish Brown ja wahnsinnig gelungen. Und es macht dieses Schiff dann doch optisch ziemlich, ziemlich hübsch. Bis jetzt gefällt es mir ganz gut. Was heißt bis jetzt? Ich denke nicht, dass der dritte Bauabschnitt das Ganze hier noch schlecht macht. Kann ich mir nicht vorstellen, das Ding ist klasse. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin kein großartiger Schiffsbauer. Und das letzte Piratenschiff an sich, da war ich ein Kiddie. <laughs> Seitdem habe ich keine Piratenschiffe mehr gebaut. Deshalb ist jetzt meine Meinung hier drüber ein bisschen, wie soll ich sagen, semi-neutral. <laughs> sagen wir mal so, ne? semi-neutral. Wenn ich mal so 10, 20 Piratenschiffe gebaut habe, kann ich mir da eher ein Urteil bilden. Jetzt das so einfach mal so zwischendurch so ein Piratenschiffchen zimmern, finde ich genial. Ich war mich zum keinen Zeitpunkt des Bauens irgendwie gelangweilt. Oder es ging mir auf den Keks oder so. Ganz im Gegenteil. Ich war immer gut unterhalten und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das einzige, was ein bisschen nervig war, waren hier die Kettenknüpfen. Hoppala, jetzt habe ich sie rausgerissen. Die sind hier irgendwo da drin. Hier ist es. Das ist das einzige, was ein bisschen genervt hat, aber Mai. Ne, gibt Schlimmeres. Ne, wenn ich einen Panzer bau, muss ich auch Ketten knüpfen. <laughs> jo. Hätte ich gesagt, machen wir uns an Bauschritt oder Bauabschnitt Nummer 3. Da kommen jetzt hier diese Segel zum Einsatz. Und mir ist aufgefallen, diese Segel haben zwei Seiten. Eine gut bedruckte und eine weniger gut bedruckte. Ich denke mal, die weniger gut bedruckte ist die Rückseite. Die, das hier, das gut bedruckte, wird wohl auch die Seite sein, wo sie wirklich bedruckt wurden. Und auf der Rückseite scheint es halt ein bisschen durch. Da muss man ein bisschen aufpassen beim Anbringen. Und ich werde jetzt erstmal schauen. Wie rum ich sie am besten anbringe. Ansonsten fühlen sich die Segel sehr, sehr wertig an. Und Gott sei Dank, ne? Im Gegensatz zu unserer Bauanleitung, sind die Dinge hier wirklich gerade keine Knicke drin, kein gar nichts. Bin ich schon mal froh drüber. Die Drucke an sich sind okay. Das Ding hier ist gewachster Stoff. Ist das so? Nennt man das so? Es fühlt sich auf jeden Fall so an. Ich find's klasse. Bauen wir weiter. Ich bin gespannt. Das Piratenschiff von Seegau ist fertiggestellt. So sieht's aus, Leute. Ich dreh's mal. Damit ihr auch dieses Meisterwerk hier von allen Seiten bewundern könnt. Doch, ich find's durchaus gelungen. Halt, hinten ist die Klappe noch offen. Machen wir sie noch zu. Für die Optik, wa? Für die Optik. So. Doch, ich find's gelungen. Und wenn man das Ganze hier als das betrachtet, was es ist, nämlich ein Spielset für Kiddies, dann ist dieses Set hier megamäßig. Ich habe jetzt hier noch die Masten angebracht, das seht ihr ja. Ganz oben, weiß nicht, ob man das hier so erkennen kann, ich glaube, es ist zu hoch, ganz nerv. Ganz oben eine bedruckte Fahne. Ansonsten, es gibt hier, ähm, hinten die Landkarte, die habe ich euch schon gezeigt. Es gab noch mal irgendwo einen Druck. Den ich euch nicht vorenthalten möchte. Das ist hier der Totenkopf. Nicht ganz zentriert. Beziehungsweise ein bisschen, bisschen verschoben auf der Rundfliese. Aber okay. Passt schon. Passt schon. So, im Großen und Ganzen ist dieses Ding jetzt hier relativ stabil. Lässt sich hervorragend bauen. Ich habe jetzt hier die Kordeln angebracht. Natürlich habe ich die Enden nicht abgeschnitten. Deswegen hängt das Seil jetzt hier nach unten. Warum habe ich nicht abgeschnitten? Ganz einfach, wenn dieses Hängegedöns hier irgendwann mal abgehen sollte, aus irgendeinem Grund, weil die Knoten nicht fest genug sind, oder weil man es zerlegt, oder weil jemand hinkommt und den Mast abräumt, oder irgendwie sowas. Wenn die Schnur abgeht und sie ist aber passgenau abgeschnitten, bekommt man sie nie wieder angeknotet. Drum lasse ich sie gerne überhängen. So, im Übrigen haben wir hier vorne den bösen Kameraden. <laughs> ja, da passt wohl keine Zigarro-Figur hin. Haben sie sich anders entschlossen? Na, wenn das die Dänen wüssten. <laughs> ja, da an der. Der schon wieder Arm in die falsche Richtung geknickt. Das sieht so ungesund aus und das stört mich hier ein bisschen an diesen Zigarro-Figuren. Steuerrad, was nicht, aber ich euch nicht schon gezeigt habe, ob das schon dran war. Hier kam, das ist ja ein weniger ein Nachteil, hier kam ein Pin ran und an diesem Pin wurde eine Kette befestigt. Das Gewicht zieht jetzt hier nach unten. Ist ja ganz logisch. Durch das Gewicht und durch den Zug nach unten wird das Seil gespannt. Das hat zur Folge, dass sich dieser Mast immer wieder nach vorne biegt. Ja. Gut, man könnte es jetzt abmachen. Aber ich habe es jetzt so gebaut, wie es vorgesehen war. Um es euch zu zeigen, auf der anderen Seite da drüben eine lose Kette, die nach unten hängt. Ja, zum Entern oder keine Ahnung was. Ich dachte am Anfang, ich hätte was übersehen und es wäre zur Befestigung für irgendwas, aber nein, es hängt hier wirklich einfach nur nach unten. Schade finde ich wiederum, dass der Druck nur auf einer Seite ist, hier oben. Nur auf einer Seite und auf der anderen Seite ist mal obala abgegangen. <laughs> Auf der anderen Seite ist leider nix. Ja, und äh, ihr wisst ja, nix ist bekanntlich wenig. So, machen wir es wieder hin. So. Wir haben hier drüben, kann ich euch noch zeigen, Lampen angebracht. Die sind hier mit diesen Seeklems, ich muss da mal so her, mit diesen Seeklems hier festgemacht. Und wenn ihr euch das hier genauer anschaut dann seht ihr, dass mit dieser Siklem hier irgendwas nicht stimmt. Die ist nicht richtig ausgegossen gewesen. Ja, das heißt, das Loch da drinnen, wo jetzt hier dieses, diese Lampe reingehört, das Loch da drinnen war durch dieses nicht ganz richtig ausgegossen Sein nicht ganz rund. Jetzt musste ich hier mit dem Hämmerchen das Teil hier reinhämmern, weil ich hatte so ein Teil leider nicht mehr übrig. Deswegen jetzt hier diese Stressspuren. Ja, aber es passt schon. Es passt schon. Nicht ganz ausgegossen war im Übrigen auch ein Dreierpin. Den musste ich austauschen. So sieht der Kamerad aus. Ja, habe ich ausgetauscht gegen einen anderen. Ich möchte euer Augenmerk lenken über die Farbgestaltung. Über dieses, ja, wie soll ich sagen, ne? über, über den glorreichen Entschluss. Sich für blaue Pins zu entscheiden. Hammer. Zigau. Hammer. Da hebt er euch halt komplett ab von allen anderen Herstellern. Blaue Pins in einem braunen Set. Ich bin begeistert. <laughs> ja. Während des Bauens fallen die blauen Pins eigentlich gar nicht mehr auf. Weil es ist ja mittlerweile normal geworden. Oder schon seit Jahren normal. Dass wir irgendwo unpassende blaue Pins verbauen. Ich denke da schon gar nicht mehr drüber nach. Die blauen Pins, ne? Wenn ich mir das da drüben so anschaue, sind die Pins schwarz. Das passt halt viel eher. Am besten wären sie braun gewesen, so wie die Pins hier. Ich weiß nicht, warum man das nicht machen kann. Gerade die Asiaten müssten noch das machen können. Die Pins in der Farbe, in der man sie auch braucht. Ich verstehe es nicht ganz. Warum tun sie das, ne? Ah, stimmt, stimmt, der Däne macht's vor. Und wenn's der Däne vormacht, muss es der Asiade nachmachen, ja. Ich würde jetzt fast sagen, Affen machen alles nach, aber ich lasse jetzt diesen Satz. So, jetzt ist es Zeit, hier das gute Stück auszumessen. Ich zeig euch nochmal kurz, was übrig geblieben ist. Neben dem nicht ganz ausgegossenen Pin zwei Hände und noch zwei Endstücke von den Ketten. Mehr nicht. Messen wir das gute Stück aus. Wir haben, summa summarum, eine Höhe von... Um die 36 cm. Hammer. Wir haben eine Länge von... Wo ist denn hier die längste Stelle des hier? 48 cm. Krass. So, und die breiteste Stelle wird wohl das Segel sein. Mit knappe 21. Nicht schlecht, oder? Nicht schlecht. Zum Spielen ist das Ding hier okay. Es ist massiv genug. Es hat genug Spielfeatures. Wir können hier mit der Kanone feuern. Wir können hinten in die Kajüte rein. Wir können den Anker rauf und runter lassen. Ein bisschen am Steuerrad drehen. Hier oben ist noch eine Harpune oder sowas. Was ich nach wie vor hochinteressant finde, ist die Masse an Pearlgold, die hier verbaut wurde. Sämtliche Teile, die man sich so denken kann und diese in Pearlgold gebraucht haben, haben sie hier auch in Pearlgold beigelegt. Da geht's komischerweise, ne? Man braucht es in Pearlgold, also gießt man es auch in Pearlgold. Bei dem Pins gibt's natürlich nicht. Was soll's? Auch unten diese Brick Modified hier. Solche Steinchen hier in Pearl Gold. Hammer. Bin ich maximal begeistert. Gefällt mir, gefällt mir. So. Daumen hoch für dieses Set. Ich finde es als Piratenschiff, als Spielschiff sehr, sehr gelungen. Man muss aber auch dazu sagen, ich bin was Piraten- und, und Glemmbaustein-Piraten setzen äh, betrifft. Immer noch. Auf dem Stand der Van wasen Anfang der 90er und hab mich dann nie großartig äh, um andere Sets und überhaupt um Piraterie, also um, um Piraterie schon, aber um Piraten nicht mehr gekümmert. Das ist hier wieder mein, mein erstes Piratenset, quasi mein Einstieg in die Welt des Har 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 und ich fand's genial. Gefällt mir, gefällt mir. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen nach oben tut nicht weh. Abonnieren nicht vergessen. Und ich sag: Servus, Leute bis zum nächsten Mal. Eier Doschen und baut was Schönes.